ist kurz vor der WM. Wenn du jetzt noch mal auf die Saison zurückblickst, wie zufrieden bist du mit deinen Leistungen bisher? Ja, im Großen und Ganzen bin ich doch recht zufrieden. Waren ja ein paar super Ergebnisse dabei. Und dann natürlich die Krönung war der Dreifachsieg, wo ich damit auf dem Podest stehen durfte in Klingenthal beim Heimweh Cup. Ja, also von dem her eine sehr schöne Saison bis jetzt. Dieser dritte Platz, wie wichtig war der für dein Selbstvertrauen im Hinblick jetzt auch auf Predazzo? Ja, doch, auf jeden Fall sehr wichtig. Ja, wie es halt immer so im Sport ist und vor allem beim Skispringen, ist es relativ schwankend, so die, ja, wenig Stabilität, ist vor allem auch bei mir, aber auch, ja, im Generellen kann man da nie immer sich so sicher sein. War das doch sehr wichtig, dass ich einfach weiß, ja, ich kann wirklich, wenn alles gut läuft, auch aufs Podest laufen. Und es gibt natürlich Selbstvertrauen für die WM. Wie liegen dir denn die Anlagen in Predazzo, die Schanzen? Ja, doch, recht. Sind sehr schöne Schanzen. Wir waren jetzt da auch im Sommer und jetzt auch ja, im Winter nochmal zum Trainieren dort und haben das da wirklich, ja, uns wirklich, denke ich, optimal auf die WM vorbereitet. Und ja, die WM kann kommen. Die Strecke ist da, sind da Streckenabschnitte, wo man richtig gut attackieren kann, wo man sich was ausrechnen kann, nochmal einen Platz auch gut zu machen? Ja, auf jeden Fall sind anspruchsvolle Strecken unten in Predazzo sind ja, mit vielen Anstiegen gespickt, was mir liegt. Und ich denke, da kann ich auf jeden Fall attackieren. Du bist ja im letzten Jahr im Weltcup dort Vierter geworden von der Großschanze. Was rechnest du dir aus? Was könnte dieses Jahr so drin sein? Ja, natürlich, in der Weltmeisterschaft, da versucht natürlich jeder in Topform zu sein, so wie mir auch. Und ich denke, wenn an dem Tag X alles zusammenläuft, kann natürlich viel möglich sein, aber wie gesagt, es muss wirklich alles zusammenlaufen. Jetzt ist das deine zweite WM nach Oslo. Da warst du noch der Newcomer. Wie gehst du dieses Mal in dieses Großevent? Ist da schon ein Unterschied zu merken? Ist man gelassener? Ja, gelassen, schwierig zu sagen. Natürlich, Oslo war natürlich eine Wahnsinns-WM mit super, super Erfahrungen, Eindrücken mit den drei Vize-Weltmeistertiteln. Ob das jetzt gelassener ist, weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich jetzt, auf was passieren kann. Und eigentlich freue ich mich drauf. Ja, auch wenn es schwierig ist, diese Erfolge zu wiederholen. Ja, so ein paar Gefühle von Oslo würde ich doch gern jetzt in Bali für mich auch wieder fühlen.